Eine Öffnung des Arbeitsmarkts für Asylwerber ist notwendig. Gleichzeitig ist es notwendig, also es sind nicht Asylwerber und Asylwerberinnen, die dafür verantwortlich sind, dass die Arbeitslosigkeit steigt, sondern es ist die kapitalistische Wirtschaftskrise, die dazu führt, dass immer mehr Arbeitsplätze verloren gehen. Wir sind der Meinung, dass es notwendig ist, Asylwerberinnen in den Arbeitsmarkt zu integrieren und gleichzeitig für eine Verkürzung der Arbeitszeit zu kämpfen, weil das die einzige wirksame Maßnahme ist, um wirklich neue Jobs zu schaffen. Wir fordern eine Arbeitszeitverkürzung auf 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohn und Personalausgleich. Das Geld dafür haben die Unternehmer und Unternehmerinnen auf der hohen Kante.